Ja, dann müssen wir das Sonntag machen. Ist kein Problem. Es tut mir leid. Oder so. Ich glaube, der ist jemand angepisst. Nö. Das ist nicht so. Wenn wir spielen, spielen wir, wenn nicht, dann nicht. Krass. Haben sie ja noch nicht angefangen zu spielen. Das ist richtig. Ja, aber dann müssen wir es auch in 2 Tagen durchhaben. Aber mindestens. Sonntag direkt. Ja, wenn wir einmal angefangen haben, dann gibt es kein Zurück. Mhm. Das wäre auch richtig ekelhaft, den zu vernichten. Wen? Herzogtum Song. Herzogtum Song? Herzogtum Song. Sing Sang Song? Sing Sang Song. Okay. Krass. Hä? Hä? Ist meine Kamera... Ah, nee. Alles gut. Ich dachte schon, meine Kamera ist gedreht. Aber this has not happened. Ist jetzt gut. Oh shit, nein. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Was hast du denn? Glück gehabt. Ah. Hab ich. Ja, diese komischen Quang Jeng Shang Ching Chong greifen mich an, bald. Einfallsreich versus hartnäckig, Junge. Oh, Yuan Shu ist jetzt Yuan Yao. Beziehungen zwischen Sun Jian und Zhou Yu vertiefen sich enorm. Beziehungen zwischen Sun Quan und Sun Pu vertiefen sich enorm. Ja, weiß ich doch nicht, was Jude ist, Junge. Vater-Sohn, Vater-Nicht-Sohn. Ja, komm. Einfallsreichtum, zack. Ich habe gemerkt, meine Söhne sind alles Verräter. Ah, okay. Halt an. Verlassen wir uns lieber auf andere. So, dem marschiere ich jetzt einfach schnurstracks hinterher. Tu dies. Okay, ich komme anscheinend nicht sehr weit. Leider. So. Du. Ja, du läufst mal da lang. Du läufst mal dahin. Ich hoffe ja, die anderen wissen noch, was zu tun ist. Oh, Reformation. Schau, schau. Ist wieder soweit. So. Ah, der Kirschblütenbaum, der ist oben schon ganz schön voll. Bei mir unten. Ja, ich bin eher nach oben gegangen. Ich lese mir zwar nicht durch, was das bedeutet, aber hey. Ist doch egal. Draufgeschissen ist das doch, wa? Okay. Okay, ich dachte, man könnte, wenn man in der Lagerstellung ist, auch noch neue Armeen rekrutieren. Ist dann blockiert? Geht nicht. Das ist scheiße. Möchte ich sagen. So, Ling Ling. Ach, da wird verbessert. Ling Ling Lang Hai, Han Chuan. Reiß das Bezirksverwaltungsgebäude ab. Scheiße. Ja, was fragst du dich? Wenn ich den... Die haben ja manchmal minus Zufriedenheit wegen fehlender Aufgabe, wenn ich die jetzt als General einsetze. Ja. Ist das dann weg? Das, du. Kein Plan. Wahrscheinlich. Scheiße, ey, da habe ich auch bald einen Aufstand. Das ist uncool. Bist du ein legendärer Charakter? Legendär. Sima Yi. Legendär. Hat noch nicht meinen eigenen Kopf. Man braucht doch keinen Kopf, muss nur da sein. The Boy. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Ja, das macht nichts. Ist
die silberne Eminenz. Ja, ist bestimmt beides. Ist eine Mannfrau. Eine Mannfrau, also. Mein Herr, du bist mein Sohn, du Sackgesicht. Komisch, dass der unzufrieden ist. Dein Sohn? Ja. Tja, hat sich wohl erhofft, dass alles ein bisschen einfacher wird. Auch so nett, wie ich die behandle. Wenn er von der Mutterbrust entzeugt wurde. Okay. Ja, möglich. Aber da hat er die Rechnung natürlich ohne dich gemacht. Richtig. Weil du sagst ja, nö. Der sieht aus, also dieser legendäre Typ, der sieht einfach aus, als wenn er wirklich... Also wie so ein Garnisonsgeneral im Grunde. Hm. Aber es ist ein Held. Hm. Ja, machst du nix, ne? Verrückt. Oh, ey, die meisten meiner Komtureien sehen ja gar nicht mal scheiße aus, außer zwei. Die sehen richtig bescheiden aus. Direkt abstoßen. Ja, da habe ich, glaube ich, auch bald einen Aufstand. Die eine ist bei minus 76, macht minus 5 und die andere ist bei minus 75, macht minus 7. Nice. Ich weiß nicht, ob das so nice ist. Aber wenn also, du sagst nice, wird stimmen. Sonst würde ich es doch nicht sagen, oder? Du bist ja der Neisigkeitsbeauftragte. Korrekt. So. Ist auch mal fertig. Genug Geld ausgegeben. Ich habe eine neue Armee gebaut. Hier noch rum, ihr Pümmel, sagt er. Ja. Erstmal gucken, was die Feinde tun. Wenn sie denn mal dürfen. Ah, so kann ich die Kataphrakte machen. Kataphrakte. Kataphrakte. Industrie, Einkommen aus Handel. Warum wollte ich den da rum? I'm not sure about that. Ach, kacke. Jetzt guck, jetzt hast, weil du mich jetzt gehetzt hast, habe ich jetzt was vergessen zu machen. Ah, scheiße. Jetzt habe ich den Biokong gar nicht angegriffen. Ja, und das war die letzte Runde des Spiels. Tja. Das heißt, du wirst keine weitere Möglichkeit mehr haben. Dann ist das so. Mhm. Machst du nix. Üming. Ich bin mir noch nicht sicher wegen Yuan Shao. Au, 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 au. Au? Alter, ihr wollt. Mann, ihr wollt mich doch auch alle verarschen. Oh. Warum? Weißt du? Warum, Nico? Warum? Hätten wir Gears of War spielen sollen. Der hätten wir auch spielen müssen. Ja. Ja. Aber diese. Knappen Kämpfe immer, die eigentlich gar nicht so knapp dann sind. Ja, aber was soll ich machen? Wenn ich das so mache, dann verliere ich. Das ist doch, weißt du? Warum habe ich da so ein rosa Viereck auf der Ecke? Hä? Hä? Sehr komisch. Drogen genommen? Nee, Bildfeder oder so. Rosa Viereck? Ja, da war über der Schrift war so ein Viereck, das war rosa und das ist dann kurz vorm Laden ist es irgendwo anders hingesprungen. Ich verarsch dich. Offenbar. WoW würde so aussehen. Ist ja aber kacke, so mit Ladebildschirm und so. Ja, ohne Ladebildschirm, stell dir das vor. Ja, ich sehe nur den Ladebildschirm gerade. Wenn es so aussehen würde, wäre jetzt irgendwie nicht so der Spiel. Ja, ich meine, so wie das Spiel sonst aussieht. Also, in-game, ohne Ladebildschirm, Dings. Ach so. Stell dir vor, so würde das aussehen. Und dann? Ja, würde es anders aussehen, würden das schon weniger Leute spielen. Wobei, nee, ich glaube, dann würden das immer noch Leute spielen.
Ja, natürlich, dass dann immer noch Leute spielen. Da würden es genauso viele spielen wie jetzt, weil dann würden sie sich andere neue PCs kaufen. Ja, aber es macht doch auch gar keinen Sinn, davon auszugehen, dass es dann weniger spielen würden. Weil die Leute, die es ja jetzt spielen, die stört die Grafik ja nicht. Komisch. Und wenn die Grafik dann besser wird, dann hören ja nicht auf einmal Leute auf, das zu spielen. Na, das ist jetzt aber eine feuchtfröhliche Vermutung von dir. Ja. Ich höre immer diese nutzlosen Generale, die nichts können. Ich kann ja den anderen geben. Nein, alles gut. Lass. Der kann auch nichts. Nein, ich will überhaupt nichts. Der kann auch nichts. Ha. Ho. Hm. Ha. Hm. Ha. Ho. Ha. Ho. Wir müssen den einen übrigens töten, das ist mein Sohn. Schon wieder. Das heißt schon wieder, ich hab den noch gar nicht angegriffen. Der, nee, der hat dich schon mal angegriffen. Nee. Doch. Und der ist geflohen. Der hat sich nicht getraut. Ja, aber er hat dich ja trotzdem angegriffen. Er hat mich nicht angegriffen. Natürlich, der war in einem Kampf schon mal dabei. Der Fette? Wie viele Söhne hast du denn verkauft? Ey, wenn es nach mir gehen würde, alle, aber... Ein. Mehr feindliche Verstärkung kommt. Mehr. Spur mal vor. Mama, mehr, mach ich doch schon. Ja. Noch schneller geht's leider nicht. I'm sorry. So, erstmal Plängler-Modus aus. Könnt ihr irgendwas ausschwärmen? Ausschwärmen ist nicht das, was ich möchte, wahrscheinlich, ne? Ach, die Axttypen hatten das, ne? Mit dieser speziellen Formation. Ah. Ah. Habe ich leider keinen einzigen von. Gut. Hier müssen anscheinend mehr Kavalleristen rein. Warum? Ja, weil eine ist so ein bisschen wenig, ne? Oder mehr Katapulte. Ach, oder mehr Perlendrachen. Die waren jetzt auch nicht so gut. Ja, die Perlendrachen, die haben gerockt, Junge. Auch gerockt haben die. Gerockt haben die. Ja, vielleicht hätten sie mehr kämpfen sollen, anstatt zu rocken, dann hätten sie auch was gerissen. Na, haben sie doch. Haben alle um die 100 Leute getötet, ja. Und die haben schon mal zwei. Kavalleries. Ich sehe nur eine. Ja, irgendeine ist wieder im Wald. Schnell zurück. Boah, nee, beeilt euch doch mal ein bisschen. Also trotz Verstärkung habe ich insgesamt mehr Leute als die. Ja. Das wird bestimmt wieder so ein richtig knappes Ding. Ja, mal gucken, der hat mehr Generäle. Warum? Der eine kann erstickende Luft und deiner kann da auch irgendwas Passives, glaube ich. Steinball. Ja, geil. Dann tauscht er nämlich das, was er aus Eisen eigentlich hat, oder sie, oder was auch immer das ist, gegen eins aus Stein. Ja, die müssen erst mal kommen. Ja, 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 ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück hat er. Ja. Ja, gut. Okay, die wollen sich... Die drei sind nicht sichtbar. Einer kann sich nicht duellieren und zwei wollen nicht. Loser. Ich habe hier echt Grafikfehler. Ja, Grafikkarte im Eimer? Nee, ist irgendwas anderes wahrscheinlich. Jetzt habe ich nämlich um den einen so ein... auch so ein Viereck. Als ob mir das markiert werden soll.
Boah, Alter, beeilt euch doch mal ein bisschen. Jetzt kommt er. Wir warten schon 9 Minuten. Naja, vorgespult. Ob vorgespult oder nicht, es sind 9 Minuten. Ah, das ist doch schon viel Frack bei dem. Eine Kameradin wird angegriffen. Was? Ah, der jetzt kommt er mit seinen Generälen. Oh. Muss es ja nicht direkt übertreiben. Feuer! Tja, das geht man wahrscheinlich am besten mit den Generälen gegen die Kavallerie, ne? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja. In den Kampf! Also, wie viel Kavallerie hat er denn? Viel. Viel mehr als ich. Unser edler Bruder wird angegriffen. Ach nein, nicht der edle Bruder. Bogen bereit machen. Trefft euer Ziel. Lasst euren Zorn aus. Ich glaube, allein, dass er so viel Kavallerie hat, macht schon was aus. Lol, der ist schon am Wanken. Was für ein Lutscher, ey. Unsere Männer. Deiner? Mhm. Attaché Phoenix! Hat er den Phoenix schon gemacht? Hau nicht vor Daddy ab! Ich kann ihn, glaube ich, nicht machen, weil die auf dem. Doch, jetzt hat er ihn gemacht, auf dem Pferd. Das ist natürlich sehr klug. Ist immer noch am Wanken. Sitz. Tatate. Oh, jetzt kommt da noch eine zweite. Ich will doch gegen ihn nur kämpfen, Mann. Ich will erstmal einen Sohnemann platt machen. Mein einziges Ziel hier. War das dein Sohn? Der Fette, ja. Der General, der da gerade gefallen ist. Ja, das war mein Sohn. So, komm, greif an. Jetzt will sich auch keiner duellieren, ne? Ne. Sehr ärgerlich. Hier sind zu viele, ich kann mit dem einen nicht bei den allen stehen, das ist blöd irgendwie. Ja, guck mal, was da alles wankt, ey. Schon ordentlich. Die normale Infanterie haben wir ja so gut wie weg. Ja, aber der hat halt noch viel, ne, zu Pferde und... Jetzt jemand duellieren? Nee. Seltsam.
So, wenn die eh schon am Fliegen sind, schieß mal auf den General oder so. Ja, blöd jetzt! So, die ist auch am Wanken, sehr schön. Nice! Weiter! To the next! Pow, Junge! Richtig ins Gesicht gedrückt. Was haben wir denn Phoenix da? Hol deinen Phoenix raus. Vernichtet sie. Alter, der klatscht dir immer gut eine, du. So, der nächste weg. Lasst euren Zorn aus. Armbrüste, zeigt keine Gnade. Na, wenn der da anrennt, das ist schon nicht schlecht, was der da an Damage rausknallt. Lauft, lauft. Der San Juan. Das war vielleicht ein bisschen riskant. Ich dachte, die hat mehr. Ah, das ist der letzte General, ne? Nee, ja. Doch. Einer ist am Fliehen. Na dann. Die macht das. Ich glaube auch. Oh, wobei, die hat ja schon ein bisschen was abgezogen. Okay, sie macht es vielleicht doch nicht. Ja gut, das ist ärgerlich. Macht aber nichts. Denn jetzt kommt San Juan. Attacke! Okay. War schon aufgegeben. Dass man das überhaupt selbst spielen musste, also wirklich. Mhm. Dass das Spiel nicht genug Intelligentheit besitzt, das zu checken. Ich meine die Intelligentheit vom Spiel. Na, ich habe doch den Geschützdingsbumsmeister dabei. Ach, den. Ich habe auch ganz schön viel verloren. Huiuiui. Ja, auch. Exekutieren. Lösegeld. Warten auf Spieler. Was ist das? Das ist was? Der ist was? Entkommen? Wer bist du? Gongdu. Wer ist Gongdu? Nicht Angriffspakt. Ist das irgendeiner, gegen den wir in den Krieg ziehen wollen? Keine Ahnung. Ich mach einfach mal annehmen. Ich nehme den Schissel einfach mal an, ne? So, jetzt geht's weiter. Delegier! Töte die! Alle! Heute wurde der Feind gedient. Oh, auch noch viele verloren. Nehmen wir mal Militärvorräte. Auf den Marsch. Mit Treue. Schnell zurück in mein Land. Oh, da vertiefen sich Beziehungen. Schön. Das mag gut. Ich. Das mag ich. Das ist schön. So, wir gehen mal hier hin. Da ist keiner drin. Das ist natürlich, also... Man könnte natürlich jetzt meinen, das ist günstig für mich.
Oder wie siehst du das? Keine Ahnung, wovon du redest. Ja, ich finde gut, dass du das so siehst wie ich. Gut. Boah, was wollte ich mit der? Okay, die wollte ich ja nach oben schicken, aber warum wollte ich die ja nach oben schicken? Mit denen habe ich ja offensichtlich gar keinen Krieg.